So, und willkommen zurück hier bei Sonnenorden. Genau, wir sind hier das letzte Mal hier in der Räuberhöhle stehen geblieben und möchten jetzt gerne den armen Ritter da aus seiner Zelle befreien. Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage. Aber diese Frage stellt sich momentan jedenfalls nicht, denn wir müssen erstmal versuchen, hier an diesen Räubern im ersten Raumbüro vorbeizukommen. Hey Leute, hier sind Eindringlinge. Schnappt ihr euch am besten lebend, damit wir diese zwei Schießbudenfiguren auch gegen unser Haustier antreten lassen können. Hehehe. Genau. Ich schlage vor, wir werden die erstmal so richtig schön ordentlich verwirren mit dem Hexenpuder. Da sind nämlich 6 Leute, da könnte sich das dann schon eher lohnen. Machen die sich jetzt mal schön gegenseitig fertig. Ja, so ist schön. Oh ja, das gefällt mir. So, dann würde ich mal sagen, einmal du und einmal du. Ja, oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir so richtig gut. Oh ja, macht euch so richtig schön gegenseitig fertig. Das gefällt mir. Ihr macht mich stolz. Ja, einmal du und einmal du, würde ich sagen. Oh. Oh. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Ja gut. Fast. So, dann einmal du. Ja, sehr schön. Oh ja. Ah, gut. Nicht ganz perfekt, aber hey. Dadurch haben wir uns, ich denke, doch schon so einige Schadenspunkte erspart. Euer Ernst? Verdammt, das darf doch nicht wahr sein. Das müssen echt begabte Söldner sein. Naja, eigentlich begabte Räuber, die sich von gegenseitig angegriffen haben. Ich werde dem Boss Bescheid sagen müssen. Ja, kein Problem, geh nur. Okay, Martin, es wird kein Zuckerschlingen werden, den Ritter aus der Räuberhöhle zu befreien. Und es ist meine Mission, diese zu retten, nicht deine. Du kannst doch umkehren, wenn du willst. Also bitte, ich bin doch kein Angsthase. Wir gehen da jetzt rein und treten den Räubern ordentlich in den Arsch. Die Anstellung gefällt mir. Ja, auf jeden Fall, hier gibt es auch soweit erstmal nichts. Das heißt, wir könnten sowieso erstmal nur hier durch. So. Ja, hier sind jetzt so einige Räuber in der Höhle. Wir werden auch erstmal die Kiste nehmen. Oh ja, die sind ein bisschen gefährlich. Oh ja, die kann man hier gut austricksen. Wenn man geschickt ist und mit den Rennstiefeln geht es natürlich noch besser, wie man sieht. Kann man also recht gut vermeiden, die Kämpfe, wenn man sich nicht allzu ungeschickt anstellt. Verdammt, die Tür ist verschlossen. Irgendwo hier in der Höhle muss doch bestimmt ein Schlüssel dafür geben. So, hier sind nur die Gemächer von denen. So, hier war noch ein Wein, da haben wir eine Perle, wunderbar. Und tschüss. Upsi. Tja, das könnte ein kleines Problemchen werden, eventuell, unter Umständen. Ach Gott, Martin. Aber sehr schön, er war betäubt. So, jetzt aber du. Er kommt, greift ihn mal so an. Ja, ja, der Herzstich ist hier definitiv nicht ohne. Wie man sieht. Ich hoffe, es klappt noch so. Oh, no, nein! Oh, Gott sei Dank. Ah, das war sehr gut. Aber das war nicht so gut, leider. So. Hat doch ganz gut geklappt. Ach Gott. Ich konnte mich nicht mal mehr heilen. Dann mache ich das so. Betäubungsschlag. Dann gibt es ihm einen Trank. So.
Dann werde ich jetzt mal hier mit Tremotin so angreifen. Oh Gott, jetzt. Was ist denn los mit euch heute? Ihr habt doch noch gar keinen Wein getrunken. Ja, jetzt musst du dir dann auch wieder einen Trank reinziehen. So. Jetzt greife ich mal den und dann was den an. Gut. Jetzt muss ich auf jeden Fall wieder einen Trank nehmen. Du kannst ihn am besten mit deiner Feuerkugel angreifen. So, ich greife den dann so an und du greifst mit deiner Feuerkugel an. Oh. So, dann sind wir die auch schon mal los. Was mache ich jetzt? Ja, im Prinzip. Baumpilz. Das haut ja noch recht gut rein. Ja, ich glaube Feen, obwohl. Aber nutze ich nicht ganz. Ich glaube, bei ihm mache ich das dann so. 1, 2, 3, genau. Und dann nochmal ein grünes Kraut hinterher. So. Wein. Ja, halte ich jetzt wirklich nicht viel, wie man sieht. Sind alles Peanuts. Ja gut, dann haben wir zumindest noch einen Baumpilz. So, hier sind auf jeden Fall noch drei Kisten. Ein kleiner Diamant. Eine Perle. Und ein Elixier. Und nichts wie weg hier. Oh. So, genau, da war noch ein Gang. Ein Trank, ja wunderbar. Also, sowas ist hier ein äußerst seltener Fund. So, da war den auch schon ausmanövriert. Ich könnte natürlich gegen die kämpfen. So, Barrierestein. Ich könnte natürlich gegen diese Räuber da kämpfen. Aber. Nö. Wie gesagt, das würde natürlich hier viel, ein bisschen mehr XP geben, aber ich möchte jetzt hier insgesamt, also wie gesagt, im Prinzip ist das hier dann auch wieder eine Win-Win-Situation, weil, ich habe ja gesagt, ich möchte, ja, so, wie gesagt, ich mache es mir quasi dann selber ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt nicht trainiere und so, also ich glaube, vier Räubertrupps müssen jetzt noch hier sein. Aber wie gesagt, Win-Win-Situation, weil... ja, zum einen wird es dann für mich schwieriger und zum anderen... ja, müsst ihr dann... Ist es dann für euch als Zuschauer vielleicht nicht ganz so öde, wenn ihr... wenn ich dann halt... ja, wie gesagt, nur gegen diese ganzen haufenweise Räubertrupps kämpfen würde, dann wäre das für euch wahrscheinlich ein bisschen öde und ich denke, ihr wollt ja sehen, wie es hier weiter vorangeht. Was zum Eindringlinge schnappt ihr euch? Ach du Schande, das sind echt viele Räuber. Ich glaube, es wäre besser, die Beine in die Hand zu nehmen und weiterzulaufen. Ja, definitiv. Wie man sieht, sind wirklich nicht wenig, wie man sieht. Das sind sogar sehr, sehr viele. Und man könnte theoretisch tatsächlich gegen die kämpfen. Würde dementsprechend natürlich dann auch ja, einige Items und doch schon ziemlich viel Erfahrung bekommen. Allerdings könnten die Items mit der Zeit ausgehen und naja, ich denke, es wäre dann nervig, nach jedem zweiten Kampf bei so einer Menge immer und immer wieder zurück zur Grenzmauer zu laufen und sich da kostenlos zu heilen. Also, ne? Wie gesagt, deswegen renne ich jetzt einfach an die ganzen Unmengen von Räubern vorbei. Allerdings, gegen diese Truppe, da müssen wir kämpfen. Halt, hier ist Endstation für euch. So.
Der Assassine, der ist natürlich am gefährlichsten. Der muss ganz schnell weg. Wegen seinem Herzstich. Nein! Du bist ein Versager, Martin. Bitte, bitte kein Herzstich. Ach, Gott sei Dank, aber ja sogar betäubt. Ja, das ist ja noch besser. So, dann auf ihn auf jeden Fall und dann nochmal auf ihn und jetzt trifft auch bitte. Sehr schön, der ist schon mal weg. Da die Diebe hier am schwächsten sind, kümmere ich mich um die auch auf jeden Fall erstmal ganz zum Schluss. Aber jetzt soll ich mir auf jeden Fall erstmal einen Trank reinpfeifen, so viel ist mal sicher. Und mit ihm habe ich dann nochmal den. So. Einer weniger von den Stäulchen. Ja, und man merkt, jetzt ist schon so die Zeit. Zeitpunkt gekommen, wo die Tränke vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt so effektiv sind innerhalb eines Kampfes. Von daher kann man so langsam aber sicher mal hochwertige Tränke zusammenbrauen und diese dann eben verwenden. Wäre dann in dem Fall tatsächlich ein bisschen sinnvoller. Ja, genau, geht alle auf mich, warum nicht? So, auf jeden Fall auf dich gehe ich dann einmal und mit der Feuerkugel auf ihn. Einer weg. So, ich glaube, ich soll nicht nochmal einen Trank nehmen. So, für ihn setze ich dann wieder die Feuerkugel ein. Gott, dass sie immer auf mich gehen müssen. Joa. Sagen so und so, nicht wahr? Sehr gut. So, dann. Nein, dann noch einmal so und so. Natürlich kommt hier Sekret. Ja, die schaffen wir auf jeden Fall. Ganz klar. Level Up für Martin, wunderbar. Und wir sind hier. Was zum Söldner? Oh mein Gott, ich bin gerettet. Naja, hoffe ich. Hör zu, meinem Kameraden haben sie mitgenommen. Sie wollen ihn gegen eine abscheuliche Bestie antreten lassen. Ihr müsst ihm helfen, falls es nicht schon zu spät ist. Und wollt ihr uns befreien? Aber auch den Schlüssel vom Räuberhauptmann. Er hat bereits andere Gefangene gegen diese Bestie kämpfen lassen und keiner ist zurückgekehrt. Ich wäre dann der Nächste und ich habe keine Lust, im Bauch einer Bestie zu landen. Wir werden uns beeilen. So, genau. Hier war noch nicht rein, aber hier, wir können die Medizin benutzen, sind jetzt vollständig geheilt. Wir erhalten 10 hochwertige Tränke, 5 große Energy Drinks, 4 Riechsalze, ein Elixier. Und was sagt uns das, liebe Kinder? Na, nämlich, dass, wenn man so einen Orden so großzügig belohnt wird mit Items und so weiter, mit Heilung, kann das nur eins bedeuten. Bosskampf incoming. So. Und dieser Boss wird wohl hier auf uns lauern. Tja. Und wie der Ritter schon sagte, ja, kämpft der eine Ritter gerade gegen diese Bestie. Und jetzt liegt es an uns, ja, ihn da irgendwie rauszuholen. Okay, Fabian, wir sollen uns beeilen, wenn wir diesen Ritter noch retten wollen. Bleib zurück, Bestie! Verdammt, wir müssen uns beeilen, schnell! Ja, gut, dass die ganzen Räuber nichts merken, weil die so vertieft in den Kampf sind. So ein Dreck, die Tür ist mit einem Schloss verriegelt. Das Schloss sieht ziemlich abgenutzt und schwach aus. Ich glaube, ich könnte es mit meiner Pistole aufschießen. Geh zur Seite. Verdammt, was sind denn das für zwei Nasen?
Ach du Schande, das sind die zwei Eindringlinge, von denen ich euch berichtet habe. Wie konnten die nur an all unseren Männern vorbeikommen? Das spielt jetzt keine Rolle. Bringt ein neues Schloss an und schließt die Tür. Schnell. Ja, Boss. Keine Sorge, Herr Ritter. Wir sind hier, um euch zu retten. Gemeinsam können wir diese Bestie erledigen. Ich hoffe, ihr habt recht. Ja, und dieser Rinderschinken ist so fett. Dass er noch nicht mal ganz ins Bild passt, wie man sieht. Ja. Ich will auf jeden Fall es mit dem Betäubungsschlag versuchen. Bei ihm mit der Feuerkugel. Ich glaube, das macht tatsächlich am meisten Schaden. Und er kann dann noch den Kreuzschnitt verwenden. Ja. Es gab Zeiten, da hat der Ritter 0 Schaden gemacht. Also ist das hier tatsächlich gar nicht mal so wenig. Vielleicht so damals. Aber ich glaube nicht 0 Schaden, aber irgendwie Schaden im zweistelligen Bereich oder so. Naja. Aber er hat auch eine dementsprechend dicke Speckschicht, dieser Rinderschinken. Tja. Und jetzt liegt es an uns natürlich, diese Speckschicht zu durchbrechen. Den Ritter, der dem sowieso die meisten Schaden macht, wenn ich ihn wahrscheinlich. Oh Gott, wenn ich mal treffen kann, werde ich den wahrscheinlich immer dazu nutzen, um den anderen beiden hier Heil-Items und so zu geben. Wie zum Beispiel den Trank da. So klappt es einigermaßen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Normalschaden der nochmal macht, so. Ah, auch nicht so viel, aber geht sogar. Ja. Dann würde ich mal sagen, dann natürlich wieder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon etwas mehr als die Hälfte von dem Rinderschinken abgezogen. So, einen Trank kannst du hier noch gönnen. Oh, das war sehr gut. Gut, ach ja. So, dann wirst du jetzt auf jeden Fall einen großen Energy Drink geben. Denn die normalen Angriffe machen tatsächlich jetzt nicht so viel Schaden. Betäubungsschlag. Oh, jetzt kannst du ja nichts einsetzen. Dann wirst du ihm auf jeden Fall jetzt auch einen großen Energy Drink geben. Gott. Wie kann man denn so einen fetten Rinderschinken verfehlen? Kann mir das bitte jemand erklären? Das geht doch eigentlich gar nicht. So, dann jetzt aber bitte. Dann du nochmal so und du wirst ihm einen Trank geben. Jawohl, hat sich auch erledigt, wunderbar. Ja, genau, so läuft das doch, genau so muss das weiterlaufen. Oh, oh Mann, ja. Dann gibst du jetzt mal den Trank. Aber ganz schnell. Endlich mal. Ah, hier komme ich, glaube ich, einen Trank. Mehr noch gar nichts packen. Oh, come on! Da landet ihr einfach mal ganz spontan. Crit, warum nicht? Ja, ich glaube, für den Kampf werde ich ihm Aufputschmittel sogar geben. Hochwertiger Trank, Feuerkugel. Okay. Oh, ja, das war jetzt mal was Gutes. Ja, auf jeden Fall einmal, was zahlt sich der Betäubungsschlag noch aus? Jetzt ist die Frage. Also jetzt lohnt es sich immer ziemlich bei einem Energy Drink zu verwenden. Von daher werde ich dann nur so angreifen. Und der Ritterschinken ist weg. So.
500 XP, das ist doch gar nicht mal so wenig, würde ich sagen. Was das? Haben wir es etwa besiegt? Was hattest du jetzt vor? Ja! Oh mein Gott, ich glaube, wir haben es nur noch wütender gemacht. Achtung! Oh Gott, Hilfe! Die Bestie ist ausgebrochen! Verdammt! Hinterher! Fang diese Bestie wieder ein! Töte sie, falls nötig! Und ich werde mich in meinem Raum zurückziehen. Einer muss ja schließlich die Waffenkiste bewachen. Okay, Fabian, wir sollten uns um diesen Räuber und kümmern, um an den Zentralschlüssel zu kommen. Und dann nichts wie weg hier. Ah ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen langsamer. Dann wird es mal natürlich wieder Zeit für die Rennstiefel. Die hat man ja von ausgezogen. So. Tja, und wie man sieht, haben alle Räuber jetzt die Verfolgung aufgenommen. Wir kommen glücklicherweise hier raus, weil der Rinderschinken so freundlich war, hier ein Loch in die Mauer zu machen. Und ja, hier ist auf jeden Fall diese Durambolos-Kammer. Hier können wir uns schön kostenlos heilen. Hier haben wir einen Zellenschlüssel Nummer 2. Tja, und jetzt müssen wir natürlich wohl oder übel da rein, um es, ja, mit dem Typen da aufzunehmen. Ich muss mal gerade überlegen. Nein, nee, ich denke, wir sind soweit schon ganz gut versorgt. Speichern auf alle Fälle, ganz wichtig. Und rein da. Dies ist das Ende eurer Kriminellbande. Ihr werdet keine mehr ermorden und ausrauben. Ich bin Morten, einer der stärksten Räubermänner der Unterwelt. Und zwei Maden wie ihr werden mich nicht stürzen. Gar nicht mal so unrealistisch. Okay. Dann werden wir jetzt natürlich wieder mit Betäubungsschlag und Feuerkugel versuchen, das übliche Spiel. Ja, und man könnte meinen, der Räuberhauptmann Morten ist die größere Bestie. Die Fähigkeit rollende Axt, die ist imbar. Wie man sieht, ja. Und wie soll ich sagen? Die gibt es allerdings auch, also die besitzt er nur in dem höllischen Schwierigkeitsgrad. Im normalen Schwierigkeitsgrad besitzt er diese Fähigkeit nicht. Sprich, der Kampf ist insgesamt etwas einfacher. Zumal der, glaube ich, jetzt auch ein bisschen weniger HP hat im normalen Modus. So, da haben wir den Willensbrecher, der tatsächlich so manchen Willen brechen könnte. So, da bin ich jetzt auf jeden Fall nur einen Trank. Ich werde eure zwei Schädel aushöhlen und mein Bier daraus trinken, nachdem ich mit euch fertig bin. Schätze, aus dem Bier wird nichts mehr für euch. Ja, toll! Da hat... Kann es sein, dass er genau die exakt die Lebenspunktanzahl da auf den draufgehauen hat? Da war ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Naja. Och du Scheiße. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Zumindest. Na komm schon. Ja, gut. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh nein. Nein, jetzt ist es noch betäubt. Das wird immer besser. Ja, ich muss ja wieder ein Rotwertigen nehmen. Ja, komm. Immerhin kann er nicht nur diese Imba-Fähigkeit einsetzen, sondern hin und wieder auch mal eine etwas schwächere. Ja, aber das ist natürlich nicht ohne den Kampf. Aber er ist nicht unmöglich. Hm. Ja, ich glaube tatsächlich,
will ich da jetzt nochmal ein Elixier opfern. Er hat auch noch wieder SP. Die braucht man ja noch eigentlich. Oh Mann. Ja, ich weiß jetzt nicht. Nee, eigentlich müsste ich ihm ja nur fertig nur geben. Oh, das war sehr gut. So, jetzt Betäubungsschlag. Komm, und Feuerkugel. Alles drauf und was geht. So, einmal Betäubungsschlag und das sollte eine Ruhe im Bus sein. Ja, wie sagst du denn? War doch gar nicht so schwer, Mensch. So, 160 XP, Gold und Mordens Axt. Besiegt von zwei Halbstarken. Ha, jämmerlich. Zellschlüssel einzahlen. Sehr schön, jetzt können wir den Ritter aus der Zelle befreien und dann nicht viel weg hier. Aber erstmal nehmen wir noch die Waffenkiste. Die Waffenkiste. Ich habe soeben die Waffenkiste an mich genommen, die für den König gedacht war. Ich sollte sie am besten bei der Stadtwache von Königstadt abgeben. Belohnung 7000 Gold und Karma-Punkte. Wunderbar. So, ich wäre vielleicht gar nicht so schlecht, sich auch nochmal hier kostenlos zu heilen. So, der Räuber Morten ist auf jeden Fall Geschichte. Jetzt müssen wir erstmal den Ritter hier rausholen. Zellschlüssel 1 Räuberhöhle verwendet. Ihr seid noch am Leben? Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Aber wo ist mein Kollege? Ist er etwa... Tut mir leid, er hat das leider nicht geschafft. Ich verstehe, das ist sehr bedauerlich. Aber zum Trauen ist jetzt keine Zeit. Wir müssen hier schnellstens raus. Aber wir müssen äußerst vorsichtig sein. Diese Bestie, die ausgebrochen ist, läuft hier immer noch frei herum. Zumindest hat es nahezu alle Räuber hier getötet, wenn nicht sogar alle. Die machen uns also schon mal keine Probleme mehr. Ritter ist ja auch beigetreten. Die wilde Bestie, die aus der Arena ausgebrochen ist, läuft hier immer noch in der Höhle rum. Es wäre besser, sie zu töten, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Andererseits wäre es auch ziemlich gefährlich, sie zu bekämpfen. Ich könnte auch eventuell zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, um es dann besser mit ihr aufnehmen zu können. Lohn Karma-Punkte. Genau. Das bedeutet, also mit anderen Worten, alle Räuber, die sich hier in der Höhle befanden, sind jetzt tot. Also von der Bestie getötet. Bedeutet, wir können uns jetzt hier ganz in Ruhe erstmal umsehen. Na. So, hier haben wir eine Ratte, da haben wir eine Perle und da haben wir ein Buch. Tagebuch eines Räubers. 14. April. Morten, unser Boss, hat es mit einigen seiner Männer doch tatsächlich geschafft, in der Mardoni-Wüste einen Durambalus zu fangen. Viele unserer Männer sind dabei draufgegangen, aber immerhin hat er sich gelohnt. Nachdem es betäubt war, mussten unsere geklauten Pferde es bis hierhin ziehen. Dann hatten wir es noch in den Käfig gesperrt und damit hatten wir eine neue Bestie für unsere Arena. Und diese Bestie ist im Gegensatz zu den anderen, die wir hatten, wirklich mächtig. 18. April. Unsere Gefangenen haben wirklich nicht ansatzweise eine Chance gegen diese Bestie. Es ist nicht eine Frage, ob die Gefangenen bei diesem Kampf draufgehen, sondern wann. In jedem Fall ist diese Bestie unaufhaltsam und diese Arena-Kämpfe sind pures Entertainment. Diese Arena-Kämpfe sind auch der einzige Grund, warum wir Leute nach dem Ausrauben in der Regel nicht töten, sondern gefangen nehmen. Es dient nämlich unserer Unterhaltung. Es ist immer wieder ein Vergnügen zu sehen, wie die Leute verzweifelt um ihr Leben kämpfen. 24. April. Bei dem Arena-Kampf heute ist die Bestie versehentlich gegen die Mauer gelaufen. Zum Glück sind die Steinwände hier sehr stabil. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Wände das auf Dauer aushalten können. Tja, nicht so ganz, ne? So, auf jeden Fall haben wir soweit hier auch erstmal alles erledigt. So, ich speichere ich dann, glaube ich, noch einmal. So, auch hier sind die Räume natürlich alle Geschichte. Aber auch die Bestie läuft hier noch irgendwo frei herum. Da war sie gerade. Aber um die werde ich mich auf alle Fälle später kümmern. Erst einmal werde ich die Tür öffnen. Mit dem zweiten Schlüssel, genau. Und wir haben die Errungenschaft Goldrausch. So, dann werden wir erstmal hier die ganze Räuberkammer
ausrauben. Leerräumen. So, hier haben wir erstmal überall jeweils 250 Gold in den Kisten. Genau, packen wir jetzt noch die ganze Kiste auch mit in die Tasche. So, 500 Gold haben wir jetzt hier. In der mittleren Reihe. Und ich denke mal, das ist insgesamt gar nicht mal wenig Gold. Vor allem nicht für das Spiel hier. So, dann haben wir hier oben nochmal schön 1000. Gibt wieder ordentlich was drauf aufs Konto. Zack, zack, nochmal zack, so. Und hier oben haben wir dann noch ein wertvolles Gemälde erhalten. So, und hier zu guter Letzt noch ein Charakterprofil freigeschaltet. So. Und das ist... das da, genau. Morten, geboren im Jahr 462 nach Bertram in Isengard. Er war schon damals als junger Mann ein aggressiver und schlecht gelaunter Zeitgenosse, der sich permanent weigerte, einer normalen Arbeit nachzugehen. So kam es, dass er eines Tages auf Grief, den Kopf aller Räuber, traf und von da an gemeinsame Sache mit ihm machte. Mit der Zeit wurde Morten zu einem der gefürchtetsten Räuber von Gardelius. Genau. Doch jetzt ist er nicht mehr, also ist wieder alles gut. Dann können wir jetzt auf jeden Fall wieder zum Ausgang der Räuberhöhle gehen. Ich danke euch vielmals. Wärt ihr nicht gewesen, wäre wohl auch ich Opfer dieser Bestie geworden. Und dieser Morten war einer der berüchtigsten Räuber unseres Kontinents. Durch seinen Tod ist die Welt wieder ein Stückchen besser geworden. Nur denn, ich gehe dann schon mal zur Mauerfestung. Da werde ich dann auch erst einmal bleiben. Also dann, man sieht sich. Da die Gruppe verlassen. Gut, wir sollten auch erstmal zur Mauerfestung gehen und mit dem Kommandant der Nachtwache reden. Ich habe immerhin noch einen der Ritter aus der Höhle retten können. Nun sollte ich auch erstmal zur Grenzmauer zurückgehen und dem Kommandant der Nachtwache Bescheid geben. So, wunderbar. Und ja, das werden wir dann auf jeden Fall im nächsten Part machen. Ich bedanke mich auf alle Fälle schon mal fürs Zusehen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Aber bis dahin würde ich immer sagen, macht's gut, euer Bernbruder.